Wir zeigen, dass man mit Lebensmitteln, die normalerweise nicht mehr verkauft werden können, wunderbare Speisen herstellen kann. Ja, die Veranstaltung ist mir heute sehr, sehr wichtig, um hier aufzurütteln, um hier aufzuklären. 11 Millionen Tonnen werden nach Auskunft des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung hier jedes Jahr weggeworfen. Und das ist einfach zu viel. Das kann so nicht weitergehen. Dafür müssen wir kämpfen. Und deshalb gilt es auch hier auch wachzurütteln und entsprechend aufzuklären. Ich stehe jetzt hier in der Auswahl der Lebensmittel vom Regionalmarkt Zwingel, die er uns zur Verfügung gestellt hat, weil sie in seinem Laden nicht mehr verkäuflich sind. Aber wie man sieht, ist eigentlich noch ganz viel dabei, das genießbar ist, und wir können unseren Sinnen trauen und können einfach sehen, was ist noch gut, was können wir noch weiterverwerten. Wir haben dafür drei Teams, die drei Gänge-Menüs anrichten, und wir haben einige Gäste eingeladen, die das verkosten und sicherlich feststellen werden, dass es einfach hervorragend ist. Am Tag der offenen Tür am BSZ in Scheinfeld haben wir mitbekommen, dass hier sehr wenig Anmeldezahlen für die Hauswirtschaft sind. Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, was könnte man machen. Denn in der Hauswirtschaft lernt man nicht nur fürs Leben, sondern man kann auch einen ganz tollen Beruf erlernen. Und dann haben wir uns überlegt, wir können eine tolle Aktion gemeinsam machen, und so stehen wir heute da. Ich komme oft nach Hause und weiß nicht, was im Kühlschrank ist oder was noch vorrätig ist. Und das ist auch ein Grund, warum wir Hauswirtschafterinnen beweisen wollen, was Ausbildung ausmacht und warum wir so schnell entscheiden und etwas Gutes auf den Tisch bringen. Ich habe diesen Beruf gewählt, da er sehr vielfältig ist und man viel durch diesen Beruf für sein eigenes Zuhause lernen kann. Genau, wir beide als Hauswirtschafterinnen, die Renate sogar als Meisterin, also das habe ich leider nie geschafft, aber wir wollten für den Beruf begeistern und aber auch erzählen, dass man nicht so viel Lebensmittel wegschmeißen soll. Wir haben uns überlegt, einen Lebensmittelgroß- und Händler mit ins Boot zu holen. Es ist uns auch gelungen, der Herr Zwingel hat uns heute fast einen ganzen Kofferraum voll Lebensmittel spendiert, und wir haben jeder ein Team von Schülern, auch noch eine Lehrkraft hier von der Schule. Und wir haben tolle Sachen zubereitet mit Lebensmitteln, die eigentlich sonst auf dem Müll gelandet wären. Und gerade in Corona, denke ich, hat man gesehen, welch wichtiger Beruf die Hauswirtschaft ist, etwas einteilen zu können, etwas sauber halten zu können und auch nicht zu viel wegzuwerfen. Da war ja Einkaufen was Besonderes. Und jetzt gerade noch, nachdem die Lebensmittel aufgrund der Ukraine-Krise sehr teuer geworden sind, finde ich, ist es sehr wichtig, dass jeder Haushalt wieder mit Lebensmitteln lernt, umzugehen. Denn es ist nicht normal, dass man wie bisher in Deutschland nur 11% von seinem verfügbaren Haushaltseinkommen für Lebensmittel ausgibt. Das ist im europäischen Ausland bei weitem höher, diese Zahl. Wir haben heute Parmesan dabei. Normalerweise wird der umso besser, umso älter es wird. Also er muss nicht weggeworfen werden, das muss man wieder lernen. Wir haben deshalb auch dieses Fach Alltagskompetenz eingeführt. Und ich hoffe, dass in Zusammenarbeit mit den Landfrauen das noch viel mehr Platz an die bayerischen Schulen einnimmt. Wir wollen das wieder weitergeben. Weder nach der Produktion sollen mehr so viele Lebensmittel vernichtet werden, noch nach dem Supermarkt, noch zu Hause, weil man nicht weiß, wie man es verkocht. Wir sind die Lebensmittelretter. Und heute zeigen wir euch, wie wir aus abgelaufenen Lebensmitteln oder Lebensmitteln, die nicht mehr verkauft werden können, noch tolle Gerichte zaubern können. Hauswirtschaft ist cool.